10 Tage mit dem Chevy durch Kuba. Das Land erleben. Tja, das ist Armando, mein Fahrer. Also zumindest seine Beine. Gibt es irgendwas, was ich dir helfen kann? Nee, lass mal. Du hast doch keine Ahnung von Mechanik. Hey Leute, habt ihr so ein kleines Stück Gummi? Unsere Panne passiert mitten im Nichts. In einem kleinen Dorf irgendwo zwischen Trinidad und Havanna. Das Ehepaar will uns helfen, das ist normal auf Kuba. Jetzt trinkt er erstmal ein Wasser oder einen Kaffee. Hey, mein Auto ist erstmal dran. Plötzlich stehe ich im Haus von Fremden. Doch fremd, das Wort gibt es in Kuba irgendwie gar nicht. Schließlich glauben doch eh alle an das Gleiche. Neben der Himbeere hängt die Revolution. Man sollte immer ein paar Reste im Garten haben. Man weiß nie, wofür man es brauchen kann. Zum Beispiel alte Fahrradreifen als neue Aufhängung für den Auspuff. Hier gibt es alles, was man braucht. Es kommen immer wieder Leute, die fragen, ob ich etwas habe. Ich weiß, was man zum Reparieren braucht. Ich war schließlich auch mal Busfahrer. Auf Kuba braucht man vor allem Geduld. Ein Originalteil würde Monate brauchen, bis es hier ankommt. 50 Jahre Wirtschaftsembargo, das hat Spuren hinterlassen im ganzen Land, in allen Bereichen. Hier schafft es Armando mit seinem Geschick und dem Gummiteil. Es kann losgehen. Armando ist immer in Bewegung. Kubaner aus Havanna. Wirkt auf mich aber eher wie ein italienischer Designer aus Mailand. Er zeigt mir seine Stadt und sein Land, wenn er nicht gerade telefoniert. Und Armando telefoniert viel. Er ist jetzt Geschäftsmann und steht damit für das neue Kuba. Das Kuba der Träume, das Land, in dem man Business machen kann. Jetzt, wo Amerika so nah ist. Eigentlich war ich Koch. Ich habe das 4 Jahre lang gelernt. Vor 12 Jahren habe ich mir das Auto gekauft, habe es ab und zu mal an Hochzeiten vermietet. Jetzt ist das viel besser. Jetzt ist das mein eigenes Geschäft, mein Leben. Ich fahre Touristen rum. Mein Leben ist jetzt besser. Viele machen hier Geschäfte. Das ist der Immobilienmarkt von Havanna. Nicht Internet oder Zeitung, ein richtiger Markt. Doch das, was hier passiert, sei schon eine kleine Revolution, erzählt mir Armando. Denn inzwischen können die Menschen hier ihre Häuser verkaufen. Früher durfte man nur tauschen. Ich treffe auf José Pedro. Er versucht, eine Wohnung in der Innenstadt zu verkaufen. Seit August kommt er jede Woche hierher. Von 8 Uhr früh, vielleicht, ich gehe hier ab. Wieder nach Hause, ungefähr 14 Uhr. Jeden Sonnabend komme ich hier und dann mein Haus verkaufen oder für andere Haus tauschen. Internet würde die Sache vereinfachen. Dann könnte er auch seine Tochter ab und zu kontaktieren. José hat lange in der DDR gelebt. Seine Tochter ist immer noch in Deutschland. Seit Jahren hat er nicht mit ihr gesprochen. Zu teuer. Gib mir die Nummer nochmal, wir versuchen mal anzurufen, ne? Meine Tochter? Ja. Leider nur die Mailbox. Hallo Peggy, wie geht es dir? Und mein Enkel Anthony von Kuba, ich begrüße euch von deinem Vater. Ich bin nervös. Ich liebe dich sehr. Te quiero mucho. Ciao. Dankeschön. Schade, nur Maschine. Ich hätte mir gewünscht, dass sie dran gewesen wäre.
Vielleicht können wir es ja nochmal probieren, wenn ich wieder in Havanna zurück bin. Dann können wir uns ja nochmal treffen oder so, okay? In gut einer Woche bin ich wieder in Havanna. Dann wollen wir es nochmal versuchen. Ich rufe nochmal an, wenn ich wieder zurück bin, okay? Ja, okay, danke. Seine Wohnung hat José auch heute nicht verkauft. Mal wieder. Kommunikation gehört immer noch zu den teuersten Dingen auf Kuba. Aber zu wenig Geld, um die eigene Tochter anzurufen, irgendwie unvorstellbar. Armando will mir einen anderen Geschäftsmann vorstellen. Carlos Cristobal Martes Valdez ist Koch. Jetzt hat er ein Restaurant aufgemacht bei sich zu Hause. Das hier war der Flur. Und die Küche ist im Treppenhaus. In Kuba gibt es ein Gesetz. Nichtstaatliche Restaurants dürfen nur in Privathäusern eröffnet werden. Dass das hier mal ein Privathaus war, erkennt man gut in der Toilette. Denn das war hier mal das Badezimmer. Also wenn man will, dann kann sich der Gast auch nach dem Essen noch mal duschen. Und plötzlich brummt der Laden. Die Amerikaner kommen, eine Reisegruppe aus Kalifornien. Jetzt ist Stress in der Küche. Auf eigene Faust dürfen Amerikaner noch immer nicht nach Kuba reisen. Das verbieten die USA. Wir sind eine Studienreise. Wir studieren die Leute und lernen etwas über die Kultur. Dann sind Sie ein richtiges College Girl. I'm a college girl. Oh, thank you. Yes. Yeah. Und die Einheimischen sind die Studienobjekte. Sind Sie die Amerikaner, die kommen, bevor es alle anderen Amerikaner tun? Ja, wir wollen das noch mal richtig erleben. Ich will ja nicht an jeder Ecke einen McDonald's. Auf Kuba gibt es weder Schnellimbissketten noch schnelles Internet. Lediglich an einigen öffentlichen Plätzen gibt es WLAN. Kuba tauscht sich aus im World Wide Web. Für Armando, der sowieso gerne telefoniert, ist das großartig. Ein Teil seiner Familie lebt in Miami. Voller Stolz erklärt er mir das Internet. Da gibt es eine tolle Sache, der heißt Immo. Da kann man seine Freunde auf der ganzen Welt sehen. Schau mal, meine Großmutter. Hello, Grandmother. Schau mal, das ist ein Freund vom deutschen Fernsehen. Dem zeige ich, wie das Internet funktioniert. Aber wenn du jetzt jemanden in Kuba erreichen willst, dann musst du auch zur selben Zeit an so einem Platz sein wie hier, oder? Ja, das WLAN ist noch sehr wenig verbreitet. Außerdem sind jetzt viele hier im Netz. Da wird es schon langsam oder es stürzt ganz ab. Aber dann versuchst du es halt nochmal. Aber es ist gut. Vor einiger Zeit hatten wir gar nichts. Jetzt haben wir schon mal etwas. It's good. Before it's nothing. Now it's at least something. Something. Es tut sich gerade einiges auf Kuba. Vor allem die jungen Menschen will die Regierung offenbar bei der Stange halten. Wir fahren zur Fabrica del Arte. Das ist ein toller Ort. Da gibt es Kunst und Musik, Bars. Viele Leute gehen dorthin. Armando führt mich aus und parkt natürlich direkt vor der Tür. In der Fabrica del Arte gibt es nicht nur Kunst, es gibt auch westliche Getränke und westliche Musik. Auf kubanische Musik wird hier ganz bewusst verzichtet. Man will hip sein. Wenn ich die Barkeeperin nach dem Wandel und der Öffnung zu Amerika frage, sagt sie: Ja, verdammt nochmal. Wir brauchen das. Allerdings ist die Jugend noch skeptisch, was da so bislang erreicht wurde. Ja, ihr in Deutschland denkt euch wahrscheinlich, in Kuba, da ändert sich gerade alles. Aber das tut es nicht. Ich bin 25 Jahre alt. Mir geht das alles viel zu langsam. Mein Vater, der ist jetzt 50, der sagt, wow, da gibt es jetzt Bars, da gibt es Discos. Aber ich sage, na und? Gib mir mehr. Geduld ist gefragt auf Kuba.
Bailando, 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 bailando. Es geht vorbei an Che Guevara nach Vinales, rund 3 Stunden von Havanna entfernt. Die Landschaft hier atemberaubend. Das haben viele bemerkt. Kuba erlebt derzeit eine Art Last-Minute-Tourismus. Viele versuchen, das Land noch zu erleben, bevor die Amis kommen. Die Stadt ist voll. Aber Armando hat ja seine Kumpels, die ihm immer helfen. Das ist ein Freund von mir, er ist Doktor. Jetzt vermietet er Zimmer. Und er kann bestimmt was für uns tun. Nee, schon lange ausgebucht. In Vinales vermietet inzwischen fast jeder Zimmer. Maximal 2 pro Haus sind erlaubt. Wir suchen stundenlang. Nur Absagen. Endlich, oben am Berg, werden wir fündig. Anna hat 2 Zimmer für uns. Und einem gigantischen Ausblick von der Dachterrasse. Du hast gesagt, Kuba wird sich nicht verändern, aber alle kommen, weil es sich verändert. Das ist doch alles Propaganda. Die Propaganda lautet, komm nach Kuba, bevor es sich verändert. Aber Kuba wird sich nicht so schnell verändern. Aber wer macht denn diese Propaganda? Keine Ahnung. Das ist sehr gutes Marketing. Das ist Business, weißt du? Like you, Business. Where's your telephone? Is quite out. It's quite out. Okay. Maybe Feierabend. 5 seconds. Feierabend. There we go. Armando will raus aus der Stadt, weg vom Tourismus, rein ins größte Tabakanbaugebiet. Pinar del Rio. Wir fahren nach Pinar del Rio. In dieser Gegend gibt es die besten Zigarren. The cultivation of the cigar in this area is the best area for this. Und hier ist offenbar noch alles Bio in Pinar del Rio. Aber der Chef dieses staatlich kontrollierten Anbaugebietes, Francisco Prieto, ist stolz auf sein Produkt. Er will noch hoch hinaus mit seinen Leuten. Es wird eine höhere Nachfrage aus Amerika geben und wir Kubaner müssen uns darauf vorbereiten. Darum müssen wir unsere Technologie modernisieren, damit die Arbeiter auch angenehmer arbeiten können. Aktuell verdienen sie gut 2 Euro am Tag. Wenn die Preise steigen, können sie locker 3 oder 4 Euro verdienen. Der Stolz arbeitet mit, auch wenn die Arbeit noch so anstrengend ist. Glaubst du denn, dass ihr auch etwas von der Annäherung mit Amerika habt? Ich glaube, dass das ein Gewinn für alle ist, für die ganze Welt. Die Regierung hat immer für uns gekämpft, mit Schulen, mit Krankenhäusern. Mein Leben ist seit der Revolution besser geworden und ich glaube, dass es jetzt wieder besser wird. Die Maschinen stammen auch noch aus Zeiten der Revolution. Die Bauern wollen mir ihre Arbeit zeigen. Ich würde das nicht den ganzen Tag durchhalten. Okay, finito. Finito. Gracias. Wow. Very strong. Starker Mann. Mit dem Ochsenkarren geht es zur Verarbeitung. Armando
hat sich schon mal eine Zigarre angezündet. Hier werden die Blätter nach Qualität ausgewählt. Schon vor der Halle rieche ich die Tabakblätter. Innen sitzen die Frauen 10 Stunden am Tag und sortieren sie. Doch auf die Frage von Armando, ob sie mal was anderes machen wollen, wenn Kuba ein freies Land sei, kommt erst einmal nicht viel. Sie will Friseurin werden, sagt die Chefin. Warum erzählst du das? Aber es stimmt, ein Friseursalon, das wäre schon ein Traum. Und dann fallen die Träume vom Himmel. Eine Pferderennbahn, das würde mir gefallen. Ich schaue gerne schöne Pferde an. Das ist es, was mir gefällt. Ich würde gerne eine Rennbahn eröffnen. Ich mag Tiere. Ich würde einfach nur gerne meine Tochter wiedersehen. Sie lebt in Amerika. Ich hoffe, dass eines Tages der Traum wahr wird. Ich leide darunter, dass mein Kind so weit weg ist. Ich habe Angst, dass ich sterbe und sie nicht mehr wiedersehe. Ich kann kaum darüber sprechen. Seit 20 Jahren ist sie dort. Kubaner können ohne Visum immer noch nicht verreisen. Viele versuchen zu flüchten, weil es ihnen in Kuba einfach zu schlecht geht. Wir kommen nach Varadero, das beliebteste Ziel für Pauschaltouristen. Dieser Ort steht für eine neue Zeitrechnung, für ein offenes Kuba. Klar, dass Armando hier wieder Geschäfte macht. Hier gibt es eine große Marina, auf Hochglanz poliert, mit tausenden Plätzen. Nur die Boote fehlen. Hier wartet Kuba auf die Amerikaner, die irgendwann mal von Miami rübersegeln. Nur wann? Wie sehr erzählt das hier vom Traum von Kuba? Dream of Cuba. I close my eyes. Wenn ich hier bin, dann schließe ich meine Augen. Dann sehe ich ein großes Kreuzfahrtschiff mit vielen Touristen. Und ich stehe mit meinem Auto vor dem Hotel. Komm, wir machen eine Tour durch Varadero. Outside of the hotel with my car. Come on, we got the tour for Varadero. In 5 Jahren wird es soweit sein, ist sich Armando sicher. Dann kommen die Amerikaner. Sein Auto will er bis dahin pflegen. Jeden Tag. Sag mal, meinst du, es gibt irgendwo ein Geschäft, wo ich einen Rasierer kaufen kann? Ich habe meinen vergessen. Wir können im nächsten Ort fragen. Vielleicht haben sie was. Vielleicht auch nicht. Weißt du, für viele Dinge muss man hier weit fahren. Ich glaube, ich sehe bald aus wie ein Bär. In dem kleinen Ort Aguada de Passajeros finden wir einen Friseur. Kannst du ihm seinen Bart etwas stutzen? Klar, das bekommen wir hin. Rasiert wird draußen, auf der Terrasse. Doch irgendwann soll sich das ändern, sagt Ismael Torres. Ich möchte gerne, dass mein Geschäft Erfolg hat. Irgendwann will ich einen noch größeren Salon eröffnen, mehr Stühle, Klimaanlage. Das ist das, was ich mir für die Zukunft wünsche. Hier, in meinem Land, damit ich nicht in ein anderes Land gehen muss, um Erfolg zu haben. Lass mir etwas sagen. All die Dinge, die er hier hat, hat ihm sein Bruder aus Amerika geschickt. Die Schere, die Maschine, alles. Ansonsten hätten wir diesen Laden nie eröffnen können. Vielleicht wird das mal anders sein. Die Rasur bekomme ich dann auch noch geschenkt. Und Mama schickt mir sogar noch einen Segen hinterher. Halleluja. Trinidad erreichen wir am Abend. Aber eigentlich ist das auch die beste Zeit für Trinidad, die Stadt der Musik auf Kuba.
Was mir die ganze Reise schon aufgefallen ist, es gibt keine Werbung auf Kuba. Außer für die Regierung natürlich. Aber es gibt halt auch kaum etwas zu kaufen. Dass jeder überlebt, dafür sorgt der Staat. In Volksgeschäften gibt es rationiertes Essen. Die Lebensmittel sind umsonst. Jede Familie bekommt ein kleines Heftchen. Wie läuft das dann genau ab? Einmal im Monat kann man kommen. Dann bekommst du zum Beispiel 7 Portionen Reis pro Person. Das heißt, bei 4 Familienmitgliedern bekommst du 28 Portionen. Verhungern muss also keiner auf Kuba. Luxus ist dafür aber auch kaum erreichbar. Es gibt hier auf Kuba 2 Parallelwährungen. Das eine ist der kubanische Peso und das andere ist der Peso Convertible, also der umgerechnete Peso. Das hier ist derjenige, den die Menschen verdienen und das hier derjenige, den sie eigentlich alle gerne haben. Dieser hier ist ungefähr 25 Mal so viel wert wie dieser hier. Also von der Beliebtheit ungefähr so ähnlich wie damals bei uns Ostmark und Westmark. Für das Alltägliche gibt es immer 2 Preise. Luxusgüter gibt es auch nur für den Luxus-Peso. Der soll aber irgendwann mal abgeschafft werden, wenn das mit Amerika alles so klappt. Bevor wir weiterfahren, will Armando noch einmal an einem Internetplatz vorbeischauen. Die Sehnsucht nach seiner Familie, die in Amerika lebt, ist groß. Auch wenn er so fröhlich wirkt, offenbar scheint ihn das ganz schön traurig zu machen. Er hofft so sehr, seine kleine Nichte irgendwann mal in den Arm nehmen zu können. In Kuba achtet man ganz genau auf die nächsten Wahlen in den USA, sagt er mir. Davon hängt so viel ab. Inwiefern? Je nachdem, wer Präsident wird, wird es auch für uns weiter vorangehen. Oder wir fallen wieder weit zurück. Kuba, abhängig vom guten Willen des großen Nachbarn, nur wenige Seemeilen entfernt. Hier könnten Sie bald Urlaub machen. Der Mojito ist lecker. Und es ist so schön ruhig, wenn Armando mit seiner Box wieder abgereist ist. Du schaffst das nicht ohne Musik, oder? Ich mag sie halt einfach. Zurück in Havanna. Wir warten. Auf einen Mann, auf den man eben wartet. So lange, dass selbst Armando alle seine Telefonate geführt hat. Guten Tag, meine Herren. Ich fühle mich nicht gut, also gebe ich euch nicht viel Zeit. Das ist Hugo Cancio, ein bekannter kubanisch-amerikanischer Geschäftsmann. Als Kind ist er noch von der Schule geflogen, weil er einen Witz über Fidel Castro erzählt hatte. Heute ist er so etwas wie ein Vermittler zwischen den USA und Kuba. Er hat sowohl Fidel Castro als auch Barack Obama und Bill Clinton getroffen. Sie alle holen sich bei ihm Ratschläge. Ich auch. Kuba ist doch auch so etwas wie eine Marke, die jeder auf der Welt kennt. Was wird denn mit dieser Marke und dem Land passieren? Ich wünschte mir, ich könnte in die Zukunft schauen. Klar ist aber, Kuba hat die größten Chancen für eine tolle Zukunft. Kuba hat die Chance, wiedergeboren zu werden, den Sozialismus zu perfektionieren. Wir können aus den Fehlern von Russland, China oder Vietnam lernen. Wir können ein besseres Land werden. Was wir in diesem Land nicht sehen werden, ist ein Kapitalismus wie in den USA hier hinter mir. Ich will hier keine McDonald's oder Starbucks sehen. Abgesehen davon schmeckt der kubanische Kaffee sowieso besser. Und dann spricht er wohl noch aus der Seele all der Menschen, die ich auf meiner Reise getroffen habe. Ich glaube nicht, dass Kubaner in Super-Mega-Malls zum Sonntagsshopping gehen möchten. Die Kubaner spielen lieber Ball auf der Straße oder grillen ein Schwein im Hinterhof. Kubaner sind einfach sorgende, großzügige Menschen, die das Leben genießen. Ein Versprechen will ich noch erfüllen.
Kurz vor meiner Abreise treffe ich noch José, der dieses Haus hier eigentlich verkaufen möchte. I don't know which one. Okay. Hallo. Guten Morgen. Wie geht's? Gut. Hallo. Euch? Gut. Genau. Ja, wir haben, Sie rein, bitte. Sehr gerne. Wir haben noch eine Aufgabe vor uns. Ne? Ich habe José versprochen, dass wir noch einmal versuchen, seine Tochter in Deutschland zu erreichen. Seit Jahren hat er nicht mit ihr gesprochen. Auf wenigen Quadratmetern wohnt seine vierköpfige Familie. Hola, ¿qué tal? Hallo. Frau. Hallo. Jens. Hallo. Sie heißt Marina. Marina. Jens. Kommen Sie rein. Das ist die andere Hausteil. Aha. Und sage dir Jens, die alle Fotos, die ich von meiner Tochter habe. Ich bin mit einem Monat geboren. Ist. Wenn ich sie, das Album immer sehe, naja, denke ich immer an Peggy, an ihre Familie, weil mir die Familie sehr gut war. Hoffentlich ist sie diesmal erreichbar. Peggy. Hallo, Peggy. Ich bin dein Vater. Ah, wie geht es dir? Ich liebe dich sehr. Te quiero mucho. Wir müssen die andere eine unsere Telefon verkaufen, da wir brauchen eine guten Waschmaschine, bitte. Dann ich habe nur meine Handy. Ja. Oh, hallo, Anthony, wie geht es dir? Inzwischen hat José eine neue Familie auf Kuba. Doch er denkt noch oft an die Zeit in der DDR zurück und fragt sich, wie es ihm heute wohl gehen würde, wenn er damals hätte dort bleiben können. An meinem letzten Tag wird Armando noch einmal nachdenklich. Er erzählt mir von seinem Vater, der 1980 gestorben ist. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal ein Visum bekomme und nach Amerika reisen darf. Das Erste, was ich tun werde, ist das Grab meines Vaters zu besuchen. Das habe ich ihm versprochen. Wie groß ist deine Hoffnung, dass du dieses Versprechen irgendwann mal einlösen kannst? Ich habe jetzt 30 Jahre gewartet. Jetzt kann ich auch noch 2 oder 3 Jahre warten. Ich bin da noch jung. Ich habe es nicht eilig. I'm not in a hurry. Es ist diese Gelassenheit, die mich bei meiner Reise durch Kuba begeistert hat. Den Moment genießen, auch wenn nicht alles perfekt ist. Ich hoffe, dass die Menschen diese Gelassenheit behalten, auch wenn der Wunsch nach einem besseren Leben hier groß ist.